René Descartes war ein französischer Philosoph, der am 31. März 1596 in Le Haye-en-Terre geboren wurde und am 11. Februar 1650 in Stockholm verstarb. Seine Schriften veröffentlichte er primär in Latein und teilweise in Französisch. Descartes ist bekannt für seinen kartesianischen Dualismus, auch bekannt unter Beziehung zwischen Geist und Substanz. Dieser steht im Zusammenhang mit dem Satz Cogito ergo sum, zu Deutsch Ich denke also bin ich, aus seinem Werk Meditationis de prima Philosophia, welches er im Jahr 1641 publizierte. Der Grundsatz, den er nach radikalem Zweifeln an den eigenen Erkenntnisfähigkeiten als nicht weiter kritisierbares Fundament formulierte und methodisch begründete. Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich von diesem Ich, selbst wenn es träumt oder fantasiert, selbst nicht mehr zweifeln. Von diesem Fundament aus versuchte Descartes dann, die Erkenntnisfähigkeit weiter aufzubauen. So kam er schließlich zu dem Schluss, Ego sum, ego existo, ich denke, also bin ich. Zitat aus dem Werk Discours de la Méthode. Nun hatte ich beobachtet, dass in dem Satz, ich denke, also bin ich, überhaupt nur dies mir die Gewissheit gibt, die Wahrheit zu sagen, dass ich klar einsehe, dass man, um zu denken, sein muss. Weiter formulierte er den Satz, ich bin, ich existiere, lateinisch ego sum, ego existo. Bekannt ist Descartes außerdem für seine Erkenntnistheorie, man solle alles anzweifeln. Außerdem muss die gängige Annahme, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus sinnlicher Wahrnehmung und Denken entspringen, hinterfragt werden. Unsere Sinne täuschen uns oft, jedoch dürfen wir selbst unserem Denken nicht trauen, da ein böser Dämon uns kontrollieren könnte. Im Zusammenhang damit eine seiner Meditationen. Doch woher weiß ich, ob das, was mit mir geschieht, Zweifeln ist? Ob ich mich täusche, dass ich ich bin und dass ich bin? Wenn ich aber zweifle, so kann ich selbst dann, wenn ich mich täusche, nicht daran zweifeln, dass ich zweifle und dass ich es bin, der zweifelt. Das heißt, ich bin als Denkender in jedem Fall existent. Man erkennt einen Zusammenhang zur oben genannten Erkenntnisfähigkeit. Des Weiteren schrieb er noch eine mehrschrittige philosophische Methode zur Überprüfung der Erkenntnis. Erster Schritt: Skepsis. Nichts für wahr halten, was nicht so klar und deutlich erkannt ist, dass es nicht in Zweifel gezogen werden kann. Zweiter Schritt: Analyse. Schwierige Probleme in Teilschritten erledigen. Dritter Schritt: Konstruktion. Vom Einfachen zum Schwierigen fortschreiten. Dabei ein induktives Vorgehen, vom Konkreten zum Abstrakten. Vierter Schritt: Die Rekursion. Stets überprüfen, ob bei der Untersuchung Vollständigkeit erreichbar ist. Es lässt sich sagen, dass wenn man selbst am Ich zweifelt, egal in welchem Zustand, sei es träumend oder fantasierend, man an diesem nicht mehr zweifeln kann, weil man in diesem Moment denkt bzw. zweifelt. Und wenn man zweifelt, so Descartes, existiert man. Nach seinem Grundsatz, ich denke, also bin ich.